Der Bulle spricht. Hallo, mein Name ist Bulle. Musste ich den anmachen? Da ist ein Teil der Kugel. Ich komm nicht hin, ich komm nicht hin. Muss ich das jetzt anmachen hier? Erst wieder ausmachen? Nee, oh scheiße. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war, dass ich das jetzt gemacht habe. Oh, ich muss bedenken, hier ist irgendwo so ein Zombie. Sollte ich beachten. Was bewegt sich hier? Was ist denn das? Da ist irgendwas umgekippt. Ach, so ein Baum. Oh, da muss ich drüber, hä? Komm ich da rauf? Naja. Tja, jetzt wird's ja langsam. Oh! Langsam interessant. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Aber oh, jetzt habe ich auch noch Licht angemacht hier. Das war vielleicht nicht so gut. Reicht mir das als Versteck? Bin nicht sicher. Wo ist er denn hin? Dahin. Ich finde das gerade ein bisschen schlimm. Ach, das ist die Brücke. Muss ich da wieder hin? Ich glaube nicht. Gehe ich ja wieder zurück. Wen? No, don't kill her. Was meint er? Wen denn? Da ist ein Tier. The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. Oh, das ist dieses Folterer-Dingenskill. Or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way. Warum wollte er die eigentlich foltern? Das verstehe ich gar nicht. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold. Between the frame. Where is she? But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Oh yeah. Nimm mal den Hammer so zur Selbstverteidigung mit. Teil der Kugel. Ja, ja. Ganz schön brutal, ne? Kann ich das mitnehmen? Ich würde vielleicht diesem Zombie-Ding gerne auch mal eins mit diesem Hammer überziehen. Aber der ist ein bisschen schwer, damit kann ich nicht laufen. Das geht leider nicht.
So, wie viele Kugeln und Teile brauche ich noch? Eine Giftdrüse? Wahrscheinlich vier, oder? Ich denke mal vier. Vier Teile der Kugel. Irgendwo war der Zombie. Da komme ich her. Soll ich da wieder hin? Ah, hier drüben. Moment, ich habe gehört. Oh fuck. Oh fuck, fuck, fuck. Wie geht denn das? Der ist gerade von. Ich bin gerade an dem vorbeigelaufen, ohne dass der mich gesehen hat. Holy shit. Hallo. Nee, der ist weg. Ich bin echt an dem vorbeigelaufen, ohne dass der mich gesehen hat. Das hätte ja gerade ganz übel ausgehen können. Oh. Lol. Au. So, wo muss ich denn da lang? Ich dachte, da stand gerade jemand. Oh Gott. Oh Gott, gerade nur mit diesem Zombie. Das war jetzt echt ein bisschen. Uiuiuiuiuiui. Wo geht's denn hier lang, ey? Hätte. Das wäre sehr praktisch. Da geht's nochmal rüber. Soll ich da nochmal rüber? Ich meine, dieser Nebel macht mich immer ein bisschen nervös. Ah, da hinten ist, da brennt was. Aber da war ich doch schon, oder? Da war ich schon. Schauen, was hier noch so gibt. Da muss nur noch irgendwo eine Tür geben, mit der ich nämlich war. Ja, da gehe ich zurück. Genau, Altarraumeingang. Puh. Es schneit übrigens bei uns sehr schön. Schneit es bei euch auch so ein bisschen zur Ablenkung? Da hat gerade irgendwas gequietscht. Ah, die Tür ist gerade hinter mir zugefallen. Schön. Hm. Oh, da hingen doch vorher noch die Leute. Warum hängen die da nicht mehr? Hm, irgendwas ist mit den Leuten geschehen, die da einst hangen. Aber wo sind denn die jetzt? Stöhnt. Das ist Agrippa. Hallo. Ja. Ja. Oh. If you could put your anger aside, let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate then. Ach, erst aus dieser Welt, oder was? Okay. Okay. Schau mal, was er sich geschrieben hat. Der sterbende Mann braucht einen speziellen Tonikum, das ihn rettet. Dafür habe ich wahrscheinlich dieses Gift-Ding gekriegt. Da rein. Da war ich doch schon. Was war das? Das Querschiff. Hm. Oh, das ist aber eine große Halle. Da habe ich nicht viel Chancen, um zu fliehen, wenn irgendwas ist.
How much more am I supposed to withstand? Kill me already! Kill me! This one, prepare him. Okay, gehen wir da rein. Oh. Hallo? Was ist denn das hier? Ein Kühlschrank. Warum diese komische Musik? Nepperin auf den Knien, die Hände so zusammen sich für die. Oh Gott. Ja, so sah das aus. Wollt ihr es genau sehen? Da. So sah das aus. Warum war die nackt? Lauter Perverse hier. Der hat so einen komischen Hut an oder was ist das? Naja, genau, er schaut sie an. Er ist doch krank. Was kann ich da machen? Recovern. Jetzt ziehe ich gerade die Ketten hoch, oder? Oh, man hat die Frau gehört. Oh, wieso ist der umgefallen da? Moment, was war das? Noch weiter. Mir geht's nicht so gut. Warte, schön mal meine Lampe nach. Nein. Ah, hier sind drei Türen, soll ich da hoch? Nee, ne? Geradeaus, das ist wohl der nächste Schritt der Folter. Ich mach mal lieber Licht an, ich mag das nicht, wenn es so dunkel ist. Oh Gott, was ist das für Schreie? Da sägt jemand. Jetzt ist jemand tot. Er ist ja echt widerlich. Da könnt ihr euch angucken. Da wurde er zersäscht. Na? Von oben, unten. Da haben sie ihn zersäscht. Ah, da ist noch ein Teil der Kugel. Ja, und dann schätze ich, muss ich in den dritten Raum, der davon aber auch noch. Daniel wird immer kaputter. Aber wem ginge das nicht so, wenn er sich tagtäglich solche Sachen anschauen müsste? So. Die letzte Tür in dem Raum. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Oh, da haben sie ihn oben drauf gesetzt. Wollt ihr wissen, wie es aussah? Hängt da noch so ein Bild? Nö. Do anything! Whatever you want! Anything! Do anything! I'm innocent! So,
Ja, da haben sie ihn draufgesetzt, den guten Mann. Ja, so ist das, wenn man gepfählt wird. Ja, so ist das. Da muss er noch ein Stück der Kugel unter den Säcken vergraben. Jetzt so langsam, glaube ich, ist die Kugel fertig. Denn die Musik vergibt das. Da liegt ja jemand drin. What the fuck? Hallo. Naja, gut. Leichen haben wir mittlerweile schon genug gesehen. Dann mal da rauf gehen und gucken, was da oben so auf uns wartet. Oh, so ein scheiß Alexanderbild. Okay, das gucke ich mir nicht an. Ihr wisst ja, was das letzte Mal passiert ist, als man ein Alexanderbild anschaut. Es ist bestimmt anders, wenn ich rausgehe. Oh, oh Gott, ich will das. Ach, man muss sich das anschauen, wenn man rausgeht, hä? Ja, ich verstehe. Ah, ich will es aber nicht sehen. Nein, ich will es nicht sehen. Ich gucke in den Boden, wenn ich rausgehe. Das sind die Verrücktheiten von Alexander und jetzt ist bestimmt das Bild anders. Ah, ich brauche eine Schnur für was? Notiz der Folter. Ah, da könnt ihr euch doch lesen, wie man am besten Leute foltert. Falls euch das interessieren sollte. So. Und jetzt gehen wir da nochmal raus. Ich guck mir das Bild nicht an. Nein, ich würde es nicht angucken. Das ist ganz normal. Noch. Es verändert sich gar nicht. Nein, okay. Ich will es nicht herausfordern. Na 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 na. So. Da kam ich her. Oder wo muss ich? Nee, da kam ich nicht her. Da kam ich her. Und fröhlich hüpfen wir zurück zum Ausgang und beenden hier mal diese Aufnahme. Und machen das nächste Mal wieder weiter im Hauptschiff. Und es wird spannend, wenn wir die Kugel fertigstellen, was dann mit Agrippa ist und überhaupt und so. Bis dann, tschüss.